Wow! Das war ein Elektroschock. Und das ist der Lügendetektor-Test. Simulator 3000. Nee, warte mal, das ist was anderes, gell? Lügst du oder lügst du nicht? So funktioniert dieses Spiel, habe ich mal gehört. Und wir haben hier diese teuren Sachen gekauft, ja, die auch nicht kaputt gehen. Und das Ding ist hochprofessionell und wird erraten, ob wir lügen oder nicht lügen. Ich bin Sir Lancelot. Okay. Hallo? Ich werde euch heute Fragen stellen und ihr müsst diese dann beantworten. Wenn ihr lügt, bekommt ihr einen Elektroschock. Hahaha. Kannst du das hier gerade? Alter, du hast eine Wespe, Mann! Wie kommt ihr rein? Oh nein! Schieß die mal ab! Wespe, 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 oh nein, oh nein, oh nein. So, lies vor, was ist die Frage? Lars, stell sofort deinen Lügendetektor hin. Legt nun eure Hände auf den Detektor. Sehr gut. Okay. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen ein ungutes Gefühl. Sag mal, muss man das so festmachen oder wie funktioniert das? Ach, das ist extra dafür da, dass man nicht wegzieht oder was? Ich kann zwar... Oh mein Gott, meine Hand klebt fest. Ja, das ist weiter so Saugknöpfe. Okay, ey, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe richtig Angst. Ich habe wirklich ein bisschen schon bis... Ich weiß nicht, wie das funktioniert, Mann. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wir fangen an mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet, habt ihr schon einmal etwas geklaut? Geklaut? Bitte beantwortet die Frage in 3, 2, 1. Ja. Nein. Ja, ja, nein, klar, nein. Hast du schon geklaut. Nein, ich habe noch nie geklaut. Bitte drückt nun auf euren Lügendetektor-Knopf links vorne. Nein, das andere links rum. Ah, das ist die Wespe! Die Wespe ist wieder da! Ich schwör's dir, ich hab nicht gelogen! Warte, ich hab nicht gelogen! Ich hab nicht gelogen! Ich hab noch nie geklaut! Ich hab noch nie gelogen! Oh, bei mir ist durchgegangen! Oh. Okay. Das macht Spaß. Okay. Hier hat keiner gelogen. Keiner hat hier gelogen. Ich hab schon mal geklaut, Leute. Ich hab noch nie geklaut. Bist du wohl ein Lügner, ich schwör's dir. Nee, der hat doch die Wahrheit gesagt. Okay, kleiner Mann, was hast du noch? Die nächste Frage lautet, habt ihr schon einmal Popel gegessen? Ja, ja. Nee, ich hab noch nie einen Popel gegessen. Bubbles. Hey, ich hab schon Popel gegessen und ich geb's zu, ich geb's zu. Ich hab noch nie einen Popel gegessen, ganz sicher nicht. Okay, es ist eingeloggt. Also sagst du nein? Ich sag nein. Du hast noch nie einen Popel gegessen? Ich sag ja, meine ich. Ich bin unter Druck. Ich kann nicht arbeiten. Dann bestätigen wir jetzt beide rein. Ich sag nein, du sagst ja. Ja. Go. Nein! Du Monster! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin durchgegangen. Oh mein Gott, ich hab so Angst. So Alter, was macht der mit uns? Hier. Lars, hör sofort auf damit. Geh jetzt weg, Mann. Ich stelle euch jetzt die nächste Frage, ihr Loser. Nein, du gehst weg! Niemals, hahaha. Du sollst weggehen! Das macht mir nichts aus. Ich bin nur ein Spielzeug. Geh weg! Junge, hör auf, ich sitze neben dran. Nächste Frage. Okay, okay, nächste Frage. Wir gehen halt echt nicht weg. Nächste Frage, nächste Frage. Hände auf den Detektor. Habt ihr beide euch gegenseitig schon einmal angelogen? Ja. Ich hab noch nie gelogen. Ja! Ich hab ja gesagt. Ich bin ehrlich, Leute. Ihr habt noch nie Lars angelogen. War das jetzt die Wahrheit? Ja. Was? Oh. Ich bin einfach ein ehrlicher Typ. Was? Ich hab auch noch nicht gelogen. Ich hab das anders gemeint. Ist das in Ordnung? Ist okay, Kleiner? Das ist in Ordnung. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Die nächste Frage lautet, habt ihr eure Unterhosen schon einmal länger als 2 Tage am Stück getragen? Oh, wie unangenehm. Oh mein Gott, wie unangenehm. Den hab ich noch nie. Schon. Leute, egal, ich sag leider nichts dazu. Du dummer Roboter! Oh. Das ist einfach die Wahrheit. Bei mir war es auch die Wahrheit. Ich wechsle jeden Tag. Alter, das ist so gruselig, dieses Spielzeug. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Wir erhöhen die Schwierigkeitsstufe jetzt. Nehmt euch das Klebeband und befestigt eure Hand auf dem Lügendetektor. Was? Mit Klebeband? Aber da kann ich doch... Da können wir gar nicht wegziehen. Wir können gar nicht mehr wegziehen. Können wir da nicht mehr wegziehen? Können wir da nicht mehr wegziehen? Nein. Guck mich an.
Guck nicht so blöd. Los jetzt. Geh durch, Mann. Geh durch, komm her. Schneller. Ich mach bei dir zuerst. Geh weg! Attacke. Oh mein Gott. Ciao. Erhöhte Schwierigkeitsstufe, Alter. Okay. Reicht! Kriegst du noch Blut in die Finger? Ja, ja. Schade. Genau. Kurze Frage. Warum machen wir das überhaupt? Um euch zu quälen. Wow! Au, lass das. Du bist ein Arsch. Hey, EY. EY, sofort aufhören, EY. Mann, lies jetzt die Frage vor! Oh! Nein, stopp! Ich lüge nicht! Das hast du so verdient, hahaha. Oh! Bestanden. Ich hab einfach die Wahrheit erzählt. Also Leute. Glück gehabt, du Loser. Die nächste Frage lautet, habt ihr schon einmal bei einer Tischvideo-Challenge geschummelt? Ich hab noch nie geschummelt. Also vielleicht? Ich hab noch nie geschummelt. Ja, nee, ich hab auch noch nicht geschummelt. Was passiert bei mir? Oh mein Gott! Alter! Alter, was geht denn ab? Bei mir ist zum Glück noch nichts passiert. Ey, hör auf! Doch, du dreckiger Schummerhead! Ich hab noch nicht gedacht, du kriegst auch einen Stromschlag. Hör auf! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, das ist ja so unangenehm. Dann mal wieder rein in die schwitzige Bude. Nächste Frage! Was für nächste Frage, Mann? Habt ihr schon mal das Klo verlassen, ohne euch danach die Hände zu waschen? Nee. Lüge? Du hast es erst heute... Ruhig jetzt! Ich hab mir schon immer die Hände gewaschen. Immer. Junge! Ja, bei mir ist es safe durchgegangen, glaube ich. Ey, du bist der dreckigste Mensch, den ich kenne. Da sieht man mal, wer sich hier die Hände nicht wäscht. Roman. Ja? Die nächste Frage wird anders gestellt. Du gibst Lars deinen Lügendetektor und du befestigst ihn an seiner zweiten Hand. Ah? Oh, Doppelrunde! Viel Spaß, Bro! Da ist wieder die Wespe, Mann! Alter, die hat gerade so Gift gespritzt. Ich schwör's dir, ich hab's gerade gesehen. Das war Gift. Die hat Gift auf mich drauf gespritzt. Komm bitte näher. Ich werde dir nun eine Frage ins Ohr flüstern. Hahaha, reingefallen. Aua, aua. Warum bist du so frech? Aua. Sag, was du mir sagen willst. Okay, ich sag es dir. Lars? Hast du mich jemals angelogen? Ja. Du loggst also ein, dass du mich noch nie angelogen hast? Doch, Mann, ich hab dich angelogen. Warte mal, da ist was falsch verstanden worden. Moment. Na dann schauen wir mal, ob er recht hat oder nicht. Schau! Du Lügner! Meine linke Hand hat nur gelogen. Du bist ein Lügner! Ich hab das Ding. Ich bin fast. Fast taub, meine Augen. Achtung. Was? Ihr habt euch bisher gut geschlagen, aber nun kommen wir zur finalen Runde. Ich hab schon beide dran. Wir ändern nun die Disziplin. Roman, nimm deine Detektoren von den Händen ab und leg sie vor dir auf den Tisch. Nun nimm sie und halt sie an dein Gesicht. Was? Hör auf zu quatschen und mach es. Oh Mann. Alter, au. Viel Spaß. Aber viel Spaß. Ich sag sowieso immer die Wahrheit, weißt du? Lars, das ist schon gruselig. Schon unangenehm. Lars, komm her. Ich stelle dir jetzt die finale Frage und du stellst sie Roman. Okay. Hahaha, oh. Schon wieder drauf hineingefallen. Komm her. Was ist? Kleiner Spaß. Okay. Stell Roman nun bitte diese Frage. Was guckst du mich so an, hä? Hast du schon mal in einem Fahrstuhl gefurzt und so getan, als ob es jemand anderes wäre? Nein. Finden wir es heraus. Lass dich Was tust du meinem Freund an? Startet nun den Lügendetektor. Oh mein Gott, der dreht durch! Und tschüss.
Können wir uns einigen, dass wir das hier nicht nochmal spielen, bitte, Leute? Außer ihr gebt 100.000 Likes auf dieses Video. Der kommt nie wieder in unseren Videos vor. Tatsächlich. Lasst ein Like da, Leute. Wir sind fertig. Sind wir fertig? Ciao, Leute. Wir sind fertig. Okay, ciao.